Die CES ist seit jetzt schon Jahrzehnten die Technologiemesse, man kann es schon sagen, mit Leitcharakter in der Welt geworden. Und da auch die Automobilindustrie ja schon viele Jahre jetzt in Richtung Software, Hardware und eben viele Technologieelemente jetzt hineingeht und sie braucht, hat die CES für uns schon einen enormen Stellenwert bekommen. Hier gibt es einfach ein Netzwerk an Technologiegesprächen, das wir sonst in der Welt eigentlich kein zweites Mal mehr haben. Aber wir haben drei große Themen. Auf der einen Seite ein neues Fahrerassistenzsystem für PKWs, das kostengünstig im Vergleich zu bisherigen Systemen dazu führt, dass das Auto auf der Autobahn die Strecke eigentlich alleine fahren kann. Der Fahrer muss zwar aufpassen, ja, aber das Fahrzeug macht alle Dinge jetzt schon alleine, einschließlich Spurwechsel und andere Fahrzeuge zu überholen. Das zweite Thema ist, dass wir bei Nutzfahrzeugen, also vor allem bei LKWs, an einem System arbeiten, dass diese vollautomatisch fahren können. Da muss man sich vorstellen, dass das noch nicht auf öffentlichen Straßen passiert, aber solche Fahrzeuge fahren ja auch sehr viel in großen Hafenanlagen, Logistikzentren. Und da wäre es schon mal ein enormer Vorteil, wenn Sie ganz alleine fahren. Und da sind wir ganz konkret am Entwickeln eines solchen Systems mit einem Kunden auch. Das zeigen wir hier. Und der dritte Teil ist, dass wir sehr stark in die Softwareentwicklung einsteigen oder sie nochmal verstärken. Auch hier eine Partnerschaft mit Microsoft verkünden auf der Messe, um große Softwarepakete, die in Zukunft die Fahrzeuge steuern werden, noch effizienter und fehlerfreier entwickeln zu können. Und da hat ZF in den letzten zwei Jahren massiv aufgeholt und das zeigen wir hier.